kommt er später bei dir. Richtig. Ja, das Wenn es schön war. ruhig ist. Genau. Ist gerade ruhig. So, willkommen zurück zu Frohlichs Gamerhaus. Ich bin mal wieder da. Ich war eine Weile krank. Sage ich erstmal vorab. Bist du immer noch gerade ein Vogel? Ja, im Kopf bin ich immer noch krank, aber ich sage mal so weit, dass ich wieder daheim bin und nicht mehr im Hospital. So, egal. Wir spielen auf jeden Fall Entschuldigung, X muss jetzt sein. Xdevidant. Und zwar zusammen mit meinen Freckles, mit dem Bandit 77 und den Old Abend. Firehand. Und zwar ist das Spiel erst veröffentlicht war 21. Mai 2024. Ich meine, es gab noch vorher noch eine Beta, meine ich, so wie ich es mal gesehen habe und gehört und gelesen habe. Es betrifft sich also um einen Ego-Shooter von Ubisoft. Plattform PlayStation 5, Xbox Series X, Microsoft Windows und Amazon und Luna. Entwicklerstudios waren Ubisoft San Francisco. Genji ist ein Ego-Shooter, Mehrspielermodus, online. Mehr kann ich erstmal nicht dazu sagen. Ich werde auf jeden Fall, wir schauen rein. Die Jungs sind schon mal vorab schon mal länger drin gewesen, beziehungsweise haben schon mal vorab reingeschnüffelt. Ich werde das einfach mal Step by Step mit euch hier durchgehen. Oh, Sprache Deutsch, nein, Italienisch natürlich. Untertitel, machen wir an. Untertitel Sprache. Polski, ja, machen wir Polski. Portugiesisch, Italienisch. Oh, Frankreich, machen wir Französisch. Untertitel. Eine schöne ruhige Sprache, so Arabisch oder so. Ja. Stimmt, wir fragen was das ist. Ja, aber wie wär's denn mit Koreanisch? Verstehe ich nicht. Na Türkisch? klar, versteht man das. Russisch? Warte, ich habe hier ein Bier stehen. Ich hätte Ausland verstehe eine ganze Menge mehr. Gut. Der Okay, Maxl, verstehe ich. Maxl kann ich immer. Ja. Apropos, ne? Hier. Wo sind sie? Ja, ist, meinst du es auch schon auf? Heute gibt es einen Kaste. Bolten. Lecker Bolten. Was gibt's heute? Bolten. Bolten. Menüerzählung? Hä? Was heißt denn Menüerzählung? Da kann ich quatschen mit sich selber. Ah, okay. Vollständige Einstellung. Ticht. Jo, 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 passt. Weiter. Feierbierchen, lecker. Ja. Oh, das schmeckt gut. Mach ich eine Gänsehaut, geil. Ich hatte, ja, mein Sohnemann hat mir auch ein Bier mitgebracht aus von Malle. Spanisches Bier, war gar nicht schlecht. Was War denn? das Miguel oder was? Ja, genau. San Miguel? San Ja, Miguel, das ist San mal Miguel. trinken, ja. Okay. Die fehlt noch einer von euch beiden. Ich vermute, ja, Peter Bitte. fehlt noch. Dann schickt ihr nochmal, wenn ich das kann. Okay. Ab geht der Peter mit Meter. Okay. Moment, Moment, Moment. Nicht dringeln. Verbindung wird hergestellt. Der leiert sich aber ein Wolf. Muss das so sein? Der brauche Ablicker. Vielen Dank für den. Oh, natürlich, jederzeit. Sind wir mit allen einverstanden? Nein, natürlich nicht. So, so. Und jetzt kann man, soll man sich irgendwas kreieren, oder? Battle Pass, Fraktion. Du kannst nur die aussuchen, was frei sind, und die anderen schaltest du während dem Spiel frei. Aber das machst du eh erst, wenn wir ins Spiel reingehen, dann suchst du den Charakter Dann aus. suchst du den Charakter aus, ja. Ach Du hast jetzt so. eh erstmal. Schauen da. Du hast jetzt eh nochmal die Waffe, was du eben da hattest. Und wieso ist das Zeichen von Watchdogs hier mit dabei? Weil da Maps. Weil da Maps dabei sind. Und Charaktere. Kannst du mal in die Charaktere, Fraktionen reingehen? Ah ja. Hast du einen Cleaner von Division, Phantoms von Ghost Wo muss ich da reingehen? Dragon? Bei Ausrüstung? Ne, Fraktionen, ne? Fraktionen. Fraktion, ja. Heißt doch schon das Wort. Ah ja, ja, ist okay. Cleaner, steht Division. Ne? Wo Genau, ist eine Vision? Ah ja. Der Phantoms ist von Ghost Recon. Stimmt. Libertad von Far Cry 6. Ja. Echolon von Splinter Cell, die kennt man ja auch noch. Ja, Ja. genau. Und dann am Ende ist noch nicht freigeschaltet, Watch Dogs 2. Ja, du Ja, hast Dead wie viel? Sec. 700.000, glaube ich, gell, oder was? Ich habe EP. gar nicht reingeschaut hier. Du kannst es zwar kaufen, aber. Überhaupt. Ah, Hauptheraus, für die ist das.
Wo muss ich dann deine Einladung annehmen? Also kannst du mir die nochmal schicken? Ich schicke sie ganz dritten Mal, kein Problem. Ja, mach mal. Ja, mach ich dann. Mach doch. Du kannst ja auch auf L3 drücken und dann siehst du Soziales, dann siehst du wer. Nee. Tatsache, ja. Die Hauptherausforderung, damit schaltest du die frei. Ja. Für den ersten zumindest. Wird schon 510.000 jetzt. Schon, ist gut. Wie viel sind es im ganzen 700, glaube ich, gell? 700, genau, ja. Ja. Schon, ja. Kannst du auch kaufen, das geht auch. Nö, hier spiele ich mehr. Ja, ich auch. Das macht's ja kaum. Zwei Matches in der Gruppe abschließen, das war Fan. 4000 Matchpunkte im Modusziel, keine Ahnung. Gewinne 5 Matches, okay. Und die Koffer muss ich noch auf 50 bringen. So, Peter, ruf dich um, wenn du Fragen hast, bevor wir reingehen. Nö, los geht's. Ne, wie gesagt, Fraktionen, die wählst du dir beim, kurz zum Spiel aus. Und ja. Jede Fraktion hat dann mal zwei, ich sag mal, wie nennt man das da schon, so Gadgets irgendwie so, Fähigkeiten. Ja. Fähigkeiten, mhm. Ja. Mal ein Schild oder so wie so ein kleinen. Da, das ist ein Leben, wer bekommt. Okay. Also das nutzt du dann mit L1 und R1 und dann läuft so Zeit ab, also was weiß ich, sag ich mal 30 Sekunden oder was, und dann ist das Ding wieder voll, dann kannst du es wieder nutzen. Also das ist, lädt sich immer wieder auf. R1 war, glaube ich, Handgranate. Ja. Und du kannst dann auch noch von denen Fraktionen Wenn du da drauf gehst, dann kannst du ohne auch auswählen, also du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel Echolon nimmst, die kann sich unsichtbar machen. Okay. Oder das andere war. Dieses wie so ein Radar halt, wo du die Gegner siehst. So Radar, genau. Da kannst du so Radar wählen und dann siehst du dann sehen deine Spieler, also deine Mitspieler die Gegner auf der Karte. Ja, auch so, ne? Wenn der rot hinterlegt, dann. Ja, ja, genau. Das sind dann so rote Manneken. Also, ja. Und es gibt 5 Modi, glaube ich. Einmal so Herrschaft kennt man ja, wo du halt so 3 Punkte einnehmen musst. Ja. Dann gibt es so eine Art Kopfgeld-Ding. Das ist dann ähnlich wie in GTA, sag ich mal. Einer hat es dann halt hier so. Was soll ich sagen? Hauptkopfgeldträger. Dann musst du einen von deiner Gruppe schützen oder den von einer Gruppe erschießen, irgendwie sowas. Ja. Und da gibt es so Zonen, dass die nacheinander so Zonen einnehmen musst. Dann kommst du jetzt zur nächsten Zone, die eingenommen hast. Also 5 Zonen hintereinander. Okay. Aber alles eigentlich selbst erklärt. Nichts Neues. Ja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen. Ach so, und dann gibt es noch den Modus, wo du den. Das ist so Laufi, wenn du da hinter dem bist und dann bewegt er sich vorwärts und den musst du an gewisse Stelle bringen halt, ne, so. Und den musst du in einer gewissen Zeit, am schnellsten zum Ziel bringen. Ja, und das muss dann das Gehe-Team, weil da gibt es 2 Runden, dann muss dann das Gehe-Team muss die Zeit schlagen. Oder halt, wie weit du halt mit dem Apparat kommen bist halt dann, ne? Also einmal musst du ihn beschützen, dass du weit vorwärts kommst und die anderen versuchen das aufzuhalten. Und bei der nächsten Runde müssen die vorwärts kommen und wir halten die auf. Genau. Ja. Aber learning by doing, sag ich mal. Okay. So, dann spielen wir mal hier. Alle Listen. Alle, ne? Ja. So. Die von Libertad, die Fraktion, die haben 2 Fähigkeiten, mit denen die heilen können. Mhm. Einmal zu einer Wolke und einmal. Ist was anderes, Sascha? Was zum Werfen, ne? Oder? Ja. Hast du doch schon gemacht, das Ding. Besetzung, okay. Wundern, hier ist manchmal viele schnelle Tode nacheinander. Riesenratte.
war ich denn da? Da. Roger. Doch, noch alle gleich genug. Achso, warte, ich muss. Besetzung. Das ist der Ablauf. Zone aufsuchen, einnehmen und verteidigen. 3, 2, 1. Nimm die Eroberungszone ein. Folge ihr, wenn sich ihre Position ändert. Also hier siehst du ja, ne? 50 Meter und gleich geht's gerade los. Okay, Granate ist das. Schon mal rausgefunden? Wenn du in Deckung gehst, kannst du dich auch heilen, ne? Also wenn du es packst. Okay. Aua. Au. Hä? Verlagerung der Eroberungszone. Sende neue Position umgehend an dein Offset. Alles klar. Wir nehmen die Zone ein. Yes. So krass wie wir halt, ne? Die Hippe der... Zone gefährdet. Ja. Schade. Wenn du auf die Sekundärwaffe wechselst, auf Pistole, dann kannst du schon laufen. Ja. So, wenn der Video hier ist. Sende neue Position umgehend an dein Offset. So länger man in der Zone bleibt, aber du bist Profi. Umso mehr Punkte gibt's halt dafür halt, ne? Mhm. Verstehe, verstehe, verstehe. Oh, bin direkt in die untere Zone gerannt, okay. Achso, cool. Jo, jetzt hab ich schon die Granate schon, Step. Eroberungszone umkämpft. Ausrüstung aktualisiert. Hey, ich war schon um die Ecke, wie kann der mich treffen? Zone gefährdet. Die Eroberungszone ändert die Position. Das gibt's nicht. Ah, fuck,
Eroberungszone umkämpft. Ausrüstung aktualisiert. Da von oben, ey. Jawohl. Verlagerung der Eroberungszone. Sende neue Position umgehend an dein Opfer. Gefährdet. Oben, ne? Ja. Es ist aber schon fast wie Division. Kann man so ein bisschen sagen. Ja, das ist auch zumindest halt. Ne? Ja, ja. Und vor allen Dingen, man ist ganz, ganz schnell tot. Das ist ja der Hammer. Ja. Bei diesen Games. Ist ja Wahnsinn. Ja. Ja. Real, real life. Aber das ist halt auch gerade spannend, finde ich so irgendwie, ne? Entweder. Weil da gibt es ein paar, die hinten rum, die, als ob sie Fortnite spielen würden, dann sollen sie Fortnite spielen. Und wieder, weil das ist echt nervig. Verlagerung der Eroberungszone. Sende neue Position umgehend an dein Opfer. Zone wird angegriffen. Yes. Wir nehmen die Zone ein. Eroberungszone umkämpft. Ich denke, all das Schlager auf das hinausläuft. Aufgepasst. Ich registriere, dass sich unsere Sonartechnologie in feindlicher Hand befindet. Die Zone ist in Gefahr. Achtung. Die Eroberungszone. Ach komm. Ihr Drecksäcke. In der Zone. Boah, von hinten. Ja, ich würde es ja genauso machen. Aktiviere Tarnung! Ja, auf jeden Fall. Naja, gut, nächste Runde. Oh, der Peter ein bisschen Punkte versorgen hier. Ja, wieso hast du Standchen? Freigeschaltet. Battle Pass. Ach, Drops gibt's hier auch noch dazu. Ist ein Ding. Ja. Mhm, gibt es. Ich hab schon alle drei. Ja, ich hab's schon aktiviert. Mhm. Das ist der jetzt gerade. Zwei Waffenskins und ein Booster, glaube ich, ne? Mm.
Ja, Phoenix, soweit alles okay. Und bei dir? Ach ja, hi Phoenix. Ja, ich musste meinen Rechner jetzt gerade wieder hoch und runter fahren. Ging nicht anders. Belohnung ansehen. Ja, danke. Super. Erziele 15 Kills mit Sturmgewehr, erziele 30 Kills mit LMGs. Okay. Ein paares Dings. Ach hier, der Booster. Also ich habe jetzt schon wieder Punkte für die Modusziele erreicht. Was soll das sein, Mann? Oh, ich habe kaum Waffe boostet. Schade. Okay. Ja, war mal, ich habe es endlich nach Hause geschafft. Seit gestern. Alles weg. Ja. Hallo, Wayne. Das war Stream Wayne. Seh nix. Was das vorher schafft. Oh, Division. Das ist eine coole Map eigentlich. Holen wir es uns. Ja, musste ich halt nur mit der Sniper. Wenn einer gut Sniper tut, ey, der hält dich von alle Ecke und Kante weg. Vorherrschaft, die liegt uns Phantoms im Blut. Ja, weitestgehend Division Map, ne, oder? Oder schon? Auch die in der Stadt da, in diesen Häusern, dann auch die Division. Ja, aber mit Schnee halt, ne? Ich denke, aber das ist von der ersten Map oder irgendwas. Wirklich. Da haben sie ja richtig was einfallen lassen, Ubisoft, Mensch. Haben sie ein paar Spiele zusammengeklatscht, geil. Oh, die bricht ja voll damit, ne? In der ersten Woche schon über 8 Millionen Spieler. Naja. Die haben eine Prognose erstellt für 5 Millionen für den ersten Monat. Ah ja. Wir rücken auf Zone B vor. Also. Oh. Hä? Wo war denn der? Oh. Gegner in B. Lass sie platt. Okay. Gehe zügig vor! Ach komm, ey. Das geht nicht gut, hier geht ein bisschen. Seine Küberei, dann soll er Fortnite spielen. Wir rücken auf Zone B vor. Was? Ohne nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Der cheatet doch, der Junge. Niemals. Würden die gar nicht trauen. Ich rücke
Gegner in B. Mach sie platt. Zone ist umkämpft. Scheiße, ich habe mich eben selbst nicht auf Charmöse lang die Handgranate gehalten. Ach, wie geil. Peter hat hier Spice entdeckt. Neue Waffe erhalten. Team sichert B. Die war leer, sind Dreck. Neue Waffe halten, die war leer. Sichere alle Zonen und verteidige sie. Gibt ja. Es doch nicht. Ich sehe, die kommen alle sofort los, ey. Das gibt's doch nicht. Die ollen Grashüpfer. Gegner nehmen B ein. Geh zügig vor! Ich bin am Boden, aber noch nicht tot! Das ist... Gegner verlieren den Mut! Sehr schön! Weiter so. Ach nö, du. Das Schild ist ja auch voll der Fehler. Das Schutzschild, was man hat, ist auch voll der Fehler. Das bringt ja mehr Jahre nicht, das Ding. Das hat ja bei Epic mehr gebracht. Naja. Okay. Ein feindlicher Ekelon ist die mit Sonarsicht auf den Fersen. Echt? Cool. Oh, ist so schwer. Das Ende ist in Sicht und es sieht gut für uns aus. Klar, ein Schuss und nieder. Das Spiel macht richtig Spaß. Ja. Wie machst du das? So also, wie ich sag. Ich brauch gar nicht schießen, ich glaube, ich wollte nach hin. Weil die können ja eh mit einem Schuss hier einen Schienen hier am Blatt machen. Ja gut, du musst halt erstmal deine Waffe so alles ein bisschen aufwerten dann. Anfang haben wir auch auf den Sack gekriegt. Können wir jetzt noch hin? Moralische Unterstützung. Ja, was war geil. Da darf vielleicht der Kugelfang für alle gewesen sein. Das kann sein, ja. Moralische Unterstützung. Ja, ah ja. Kanonenfutter. Das wird achten, siehst du mal.
aber zum Glück geschafft, der ist schon wieder hier. Zwei Level, glaube ich, war vor 50. Was hast du? War vor 50 die erste. Eine Trophäe. The Two-Tap Killer? Geil. Was für ein Name. Sam Hottie J. Marvi. Hottie. Ah, was haben wir da noch für welche? Shadows Boom. Captain K. Anna 2310. A1NA. Aber was ist das hier mit dem Dingszeichen da hinter den ihrem Controller? Oh, ist das PC oder? Weil die müssen sich das so, glaube ich. Achso, hier. War das gar nicht. Alter. Steht nichts bei, wo es herkommt. So, Sag mal, das Ding müsste ich doch auch noch mal haben. Das Paket aufhalten. Ah ja. Eskortieren. Eskortieren. Du hast die Mission, den Feind zu stoppen und zu ärgern. Das ist jetzt hier der Robo-Rund wieder. Wir müssen das mal aufhalten jetzt. Achso, und wenn du hinter dem Blauen bist, wo wir eben durchgerannt sind, wenn du dort hinter stehen bleibst, dann können sie dich unterschießen. Also jetzt in der nächsten Runde. Weil die stürmen jetzt all, wie mir jetzt davor. Hey. Zu dem Ding hier. Verhindere, dass die Gegner das Paket zur Lieferzone eskortieren. Aua. Na klar. Ey, er macht einen Sniper rum. Ein Sniperli. Anschlagen hab's, mit dem Schild! Wollte! Achtung, glaube am Fenster! Ja. Das sieht nicht gut aus! Salut! Werfe Splittergranate! Ich hab Zeit auf den Rückwärts der Wand hier. Der wächst da oben, ey. Ja, ja.
haben einen Checkpoint passiert. Erledige sie. Bedrohung neutralisiert. Ey, ich war hinter der Mauer. Wie kann der mich dann treffen? Das gibt's doch nicht. Das ist ja schon das zweite Mal. Bei mir läuft, ich bin letzter. Gibt einen wie eine Tüte Mücken, echt. Mhm. Ich bin hinter dir, ich bin letzter. Achtung, über uns. Ah, Scheißdinger. Oben lang. Oh, gibt's da nicht. Hä? Scheiße. Abfangen. Wer ordentlich einsteckt, muss aufstehen und zurückschlagen. Nee, ist klar. Der hüpfen so oder ducken sich, ey. Missionsstatus, du gehst in die Offensive. Bring das Paket voran. Hierfür ist eigentlich Phantoms ganz gut beschildert. Wir müssen jetzt warten, bis die Zeit aber abläuft. So, Peter, die werden es jetzt genauso erwarten, wie wir die wollen. Rausgehen, aufpassen. Und bleib im, also noch hinter der Tür. Also, ne, da könntest du, du kannst sie erschießen, aber die dich nicht.
Missionsstatus? Die Gegner haben letzte Runde die Lieferzone erreicht. Jetzt müssen wir ihre Zeit schlagen. Ich rücke vor. Hä? Wieso konnte ich mich jetzt erschießen? Ich bin doch gar nicht. Achso, ich weiß nicht. Wir haben gerade das Ding vorbewegt. In die Lieferzone. Splittergranate! Ja. Müsst mal hin, ey. Müsst mal hin. Paket fällt zurück. Checkpoint in der Nähe. Ich war gerade mit dem stehenden Platzpatronen schießen. Ich komme gar nicht dahin, ey. Lade nach! Hilfe, ich sterbe hier! Der Kack-Sniper da oben, B. Oben steht er wieder, der Drecksack, ey. Komm,
1. Bin gespannt, welche Ausreden sich die Bürohengste dafür einfallen lassen. Ich müsste mal kurz telefonieren. Wollt ihr weiter spielen oder Pause? Nee, geh mal raus. Los geht's. Ja. Das ist mit dem Schilddreieck glatt gemacht. Peng, peng, peng. Das ist das wie bei Apex damals. Mit dem dicken angefangenen Schild alle platt machen. Ja. So. Wollt ihr warten oder spielen? Ne, ich geh raus. Dann können wir mal in Ruhe gucken. Also. Ja, okay. Ich hab immer kurz gleich. Ja. Ach, im Store kannst du ja noch für Unge ein Waffenskin und als Skin zu der Lade.
Okay. Gut, haben wir noch 20. Was mit 20? Ja, bei Ubisoft mein Guthaben. So, bei Ubisoft kriegst du auch wenn du auf Belohnung gehst, dann kannst du mehr gehst. Da kriegst du 82 Skins. Für Geräuschloses Paket. Schlafen, schade. Ja. Ach, ist die Flasche schon leer, oh Scheiße. Ich hab keinen mehr kalt stehen, verdammt, ich Idiot. Boah, der war mal. So, alles nachgeschaut? Jo, alles nachgeschaut. Können wir weiter? Jo. Okay, hat er gehört. Zack, zack. Sascha, du auch nicht. Was dann? Bist du fertig? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Bin fertig. Was ist mit dem Wayne los? Der wollte das Stream heute Abend. Achso, Wayne hat uns eingeladen. Der wird Ende August, September die Ecke rum. Macht ein großes, wie muss ich nennen? Ja, ich komme euch drauf. Ah, Noodles! Kennt ihr das Spiel noch? Dieses Kart Rider Drift oder wie sowas? Drift ja. Kart Rider? Das Spiel. Mit mehreren Communities, so als Wettbewerb irgendwie. Mit Preisen, glaube ich. Mhm.
Okay. Also, falls wir Lust haben, können wir damit spielen. Müsste ich bloß mal wieder runterladen. Jo, ja, das hast du Zeit. Ende August, Anfang September, das dauert noch ein bisschen. Okay. Ja. Was war denn hier? Was spielen wir denn? Besetzung. Besetzung, bleib in Bewegung. Das Missionsziel ist immer unterwegs. Die Map mag ich nicht. Nudels magst du nicht? Nee, ich mag die Map nicht. Sichere die Eroberungszone. Das war Watch Dogs 2. Ja. Soll wahrscheinlich Kugel sein, wa? Mhm. So. Die krieg ich meistens mal auf den Sack, der Map. Sie greifen die Zone an. Das ist schon der Klammer vor der Sack. Wenn ihr spielt dann. Ich hänge immer noch rum. Was? Hier links rum. Im Menü. Magazinwechsel. Gib mir Deckung. Ne, das war doch, was mir aber angezeigt hier. Ne, warte mal. Da schon bist du im Match drin? Jo. Okay. Match läuft bereits, so. Ich komme hier nicht raus. Das ist ja doof, das war nie gehabt. Jetzt. Sie greifen die Zone an. Sprechen kann man ja noch, das ist gut. Die Eroberungszone wechselt an eine neue Position. Ausrüstung verändert. Ja, bist aber drin. Also. Nee, jetzt ja. Du hast auch gezeigt. Super. Hier mal krieg ich hier voll auf den Sack. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hasse die Map. Angegriffen. Jetzt langt's. Sagt er. Suche nach Feinden. Eroberungszone ändert Standort. Bewegung. Barriere eingesetzt. Mal überlegst du. Frustration. Nur Rache. Sie greifen die Zone an. Oh. Ausrüstung verändert. In der Eroberungszone. Jo, der kann um die Ecke schießen. Ist ja geil. Tonverein. Barriere fertig. Ausrüstung verändert. Boah, von hinten der Sausack. Boah, die kommen von alle Seiten. Ja. Feinde in der Zone. Ja, der trifft nix. Ey, die hüpfen hier rum, ey. Was ist hier hin? Eroberungszone ändert Standort. Bewegung. Verbündete Eroberungszone. Ihre Party. Ja, genau. Sie greifen die Zone an. Jo. Feindlicher Spion hat eine Position erfasst. Loser.
Eroberungszone umkämpft. Suche nach Feinden. Die Zone wird angegriffen. Die Eroberungszone wechselt an eine neue Position. Ach. Wir greifen die Zone an. Eroberungszone umkämpft. Eroberungszone ändert Standort. Bewegung. Das gibt es nicht, ne. Platzfaktoren da drin. Verdammt. Die Zone wird angegriffen. Ich gucke mich will um. Ist lang her, wo ich hier war, 6 Jahre. Lange, lange in dem Gebäude gewesen. Die Eroberungszone wechselt an eine neue Position. Die Feinde liegen vorn. Reiß dich zusammen. Erobere die Zone. Feinde in der Zone. Drecksteife. Ein feindlicher Ekelon ist die mit so Nahsicht auf den Fersen. Gleich mache ich 3 Kreuze unter diese Mission. Das ist hüpfen. Der feindliche Spion hat eine Position erfasst. Sie greifen die Zone an. Barriere fertig. Suche nach Feinden. Standortwechsel empfohlen.
Die Zone wird angegriffen. Schlechter Ausgang. Oh, deutlich. Ist herumgelaufen. Bei Peter ist herumgelaufen. Aber nur Cartwright weiter dann, oder was? Mhm. Mhm. Das große Turnier irgendwie. Okay. Aber mehr, was gibt's noch? Ich soll was nehmen. Wenn das losgeht, habe ich ja schon ungefähr 2 Monate gearbeitet. Vergessen zu erwähnen, dass ich 5 Spiele gewinnen muss. Ja. Also, ich muss 5 Spiele gewinnen. Okay. Falls das falsch überkam, weil. Eins hatte man ja schon. Mhm. Richtig. Richtig. Das vorher schafft. Ich bin das Fell. Jo. Die Karte ist Fluch und Segen zugleich. Waschtagstyp. Vorherrschaft. Mhm. In dieser Mission sind unsere Stärken gefragt. Ist der Anarchieskin, Sascha? 3, 2, was? 1. Hast du die Anarchieskin auf der Waffe? Ja. Wir greifen Zone C an. Ei. Da im Ding. Ja. Krass. Wir rücken auf Zone B vor. Ausrüstung verändert. Gegner in B. Mach sie platt. Eroberungszone umkämpft. Langfinger Joe. I chained it up. Langfinger Joe. Team erobert Zone A. Zone umkämpft. Wir rücken auf Zone B vor. Ärger in Zone C. Neue Waffe. Mando. Wir greifen Zone C an. Gegner in B. Mach sie platt. B schwierig.
Wer ordentlich einsteckt, muss aufstehen und zurückschlagen. Mann! Barriere eingesetzt! Uhr beim letzten Schuss. Puh. Wir rücken auf Zone B vor. Bin am Boden! Das ist noch nicht tot! Gegner in B. Lass sie platt. Jedem Duell, ich kann das nachsehen. Ey. Mann! Kann ich mit dem Dartpfeil schießen, treffe ich besser als mit der Knarre. Wenn du die Platzpatronen runtergeladen. Komm, runter mit der Munition leer machen. Wir rücken auf Zone B vor. Ärger in Zone C. Feinde dringen in C vor. Zone gefährdet. Gegner kontrollieren alle Zonen. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Verbündete rücken an C vor. Sichere sie. Bedrohung neutralisiert. Vergeltung. Das ist gut für unseren Ruf. Suche nach Feinden. Wir sind in Zone C. Ey, die fliegen eigentlich überall. Das geht den Wache unter. Tricks ein. Mach das nicht zur Gewohnheit, ich halt da auf.
Nächsten Monat ist aber auch keine Spiele für euch dabei, ne? PlayStation Plus. Also das ist, Wrestling ist das nicht so meins. Das weiß ich. Ich habe noch darauf gewartet, dass es kommt. Ne, meins auch nicht. Habe ich zum Mosi schon gesagt gehabt. Gesagt, wart ab, ein halben Jahr. Weil vor einem halben Jahr ist das Spiel rausgekommen ungefähr. Hm. Oder knapp ein Jahr jetzt fast, ja. Hab gesagt, wart ab, das kommt irgendwann mal ins Store rein. Jetzt ist es soweit. Nee. Nicht meins. Ja, ne, die anderen Spiele auch nicht. Da ist irgendwas mit dem Schwamm, irgendwas mit dem Schwammkopf noch, irgend so ein Dreckspiel. Oh Gott, das war. Ja, nee, das rutscht mir. Noch eher als Wrestling, ja. Ja. Aber dabei schlägt es natürlich PlayStation wieder mit ihren Spielen. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja. Top. Da wird einen rausgehauen, ey. Leck mich von ihm. Ey, das ist unglaublich, also das ist unschlagbar sind die. Also gibt nichts über PlayStation wirklich. Nee, yeah, also lass ich gar nichts kommen. Definitiv nicht. Brauchst kein Spiel mehr kaufen, alle drin. Ja, also alle in dem PlayStation Plus Store drin, das ist der Wahnsinn. Die hauen echt. Alle seit Jahren hauen die schon geile Spiele raus, das ist der Bombe. Jeden Monat neue Triple Z Spiele. Ja, Wahnsinn. Die haben schon vom Grabbeltitel mir gekauft, die Spiele. Da könnten die Gamer Richtung Xbox mal gucken, und Microsoft. Ich bin ein bisschen besser, was das angeht. Ja. Selbst der Spielekatalog auf der PlayStation ist eigentlich ein Witz. Mhm. Also für mich. Ja, es gibt zwar einzelne, die wo dabei sind, aber. Ja, aber mach gut über den Game Pass von Xbox, da hast du nicht nur ein Zimmer. Ja. Was war teilweise, denke ich, ganz neue Spiele mit drin. Mhm. Das stimmt auch wieder. Die laufen schon vor die Tür. So, schaffe das Paket in die Lieferzone. Wäre feindliche Aktionen. Ich hab Granate geworfen. Natürlich. Ja. Guck mal raus. Das ist unglaublich, ey, ehrlich. Barriere eingesetzt. Feinde werden aufgespürt. Da drin ist auch eine Pille. Jo. Hab wieder gefunden. Ey, das gibt's doch nicht. Diese Footcop. Boah, jetzt geh ich anders rum, natürlich auch noch. Kann jemand erste Hilfe leisten? Doch. Jo. Ach, scheiße. Scheiße. Falsch ausgesucht genommen. Muss aufstehen und zurückschlagen. Junge, Junge, Junge. Stufe 8. Mit dem Top-Spieler hier. Ja, die Granate. Jetzt brauchst du wieder 10 Stunden, bis er hochgeht. Vor uns ist mir in der Hand explodiert. Ist klar. Explodieren!
Jawohl. Halte das Paket in Bewegung. Trophäe. Gibt nichts hier die Runde. Paketfortschritt sinkt. Bin ich alleine hier oder was? Ach klar, wir sind zu viert nur. Hört man gar nicht. Ausrüstung verändert. Der steht da oben mit seinem scheiß Präzisionsgewehr. Sind zwar mehr als wir. Eck. Hat sie, ich krieg mein Ding vielleicht durch hier. Ausrüstung verändert. Jedes Mal in die Ecke da weg. Noch einer. Eine Chance. Die Runde geht zu Ende. Barriere eingesetzt. Neue Waffe erhalten. Gar nichts zu machen. Ja. Ding ist in 30 Sekunden durch. Ja, dann machen wir nichts. Wenn der ganz, die ganzen Fortnite-Springer oben sind. Mhm. Ist jetzt? Ja, doch. 4 gegen 6, oder? 3, 4, 5, 2, 4, 5. Na. Na, na. Na, 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 na. Also. Missionsstatus? Die Gegner müssen unseren Fortschrittspunkt passieren, um zu gewinnen. Verhindere das. Wie denkst du? Die Gegner kommen unserem Fortschrittspunkt näher. Wehre sie ab. Ja, ja. Na klar, sag doch schon. War nicht schwer. Hey. Schlechter Ausgang. Ach, halt, halt klar. Hat geholfen, also nichts gemacht. War anwesend. War stets bemüht. Genau. Er war stets bemüht. Der Wayne spielt gerade Call of the Wild, dieses Hunter-Game. Mhm. Hat mal telefoniert irgendwie und sag ich, ja, weißt du, das so, dieses Jagdding, das ist eigentlich nicht so meins, sag ich. Hat er, ja, das, ja, aber das ist das Scheiße, dass du Tiere abschießt, hat er. Aber da ist ein Bruchteil des Spiels nur
Und zwar geht es eigentlich darum, dass du ziemlich gute Grafik auf, muss ich sagen. Coole Biome. Und du musst Spuren finden und dann dieses Tier halt suchen. Das kannst du ja. Ja. Das ist ein gutes Spiel. Kennst du das? Ja. Ich kenn's auch. Das habe ich auch auf dem PC. Echt? Okay. Ich hab's bei Hand of Blood gesehen. Das hat sogar. Okay. Ich glaube bei Steam oder bei Dings hat es immer für kostenlos gegeben. Bei Steam oder bei. Ich glaube Steam war's. Ich glaube, jetzt kostet das, glaube ich, 18 oder 20 Euro oder was. Das kann gut sein, das war damals noch ziemlich in Entwicklung. Habe ich denn? Times Square. Call of the Wild, da habe ich es doch, ja. Wo habe ich das her? Ich glaube bei Steam oder bei Epics. Epic. Kann ich ja mal meine ausgeblendeten Spiele da einblenden? Das habe ich das Spiel. Eskortieren, okay. Eskortieren ist der andere. Bitte. Ja, oh, jetzt wird's schon hier angestrengt, das gibt's auch wohl nicht. Eskortieren. Wir befördern dubioses Zeug. Das liegt allen Griechers im Blut. Eskortieren, okay. Jetzt hab ich das Paket in die Lieferzone. Zerschlage jeden Widerstand. Im Vergleich zu uns sind das Amateure. Hilfe! Bin im kritischen Zustand. Zurück. Da hilft nichts. Müssen wir patsch, 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 ja. Wo ist er denn? Warum schießt denn du nicht? Der leckt wieder am Arsch. Schießt da einer. Ausrüstung verändert. Einer von uns ist nicht im Game drin. Der Knarre, ey, das ist nicht. Der Peters war Hä? Da hast du ja auch einen Tag ausgesehen, das Spiel zu starten. Ja, hab ich damit angefangen. Ich wäre in GTA wieder reingegangen. Ihr habt gesagt, wir sollen das installieren und heute Abend geht das dann mit scharf. Ja. Hast du ja fast gehört. Ey, das gibt's doch nicht. Halte das Paket in Bewegung.
Ja, was soll ich tun? Ist, dass ich gefühlt jedes direkte Duell verliere. Ich schieße, der schießt, ich sterbe. Raketfortschritt sinkt. Vielleicht sind wir uns alle, wir sind zu alt für den Scheiß. Ja, wir hüpfen nicht und sowas, ne? Ja. Wir sind nicht die von der hüpfenden Fraktion. Jawohl, ich laufe noch direkt vor die Flinte rein. Der hat mich ums Eck sehen können. Hör doch auf, ist das ein Kackspiel. Ohne Witz, so ein Dreck. Position erfasst. Sehr gut, komm her, schieß mich ab. Ich nehme auch nur die Handfeuerwaffe. Das ist super. Guck mal, in der Retro schleicht sich hier so rein. Was? Wo? Guck nur zu, oder hat noch kurz reingeschaut. Da ist, ich gucke doch noch rein oder lässt laufen. Wenn der Feind unseren Fortschrittspunkt passiert, ist Red Corner mit, oder was? Also verhindere das. Ist Red Corner mit? Ich bin vorne. Also. Ja, komm. Sind beinahe am Checkpoint. Na, dann lass doch. Was ist gewonnen? Natürlich besser gewesen wäre. Ich war ja heute schon Arbeiter, also konnte ich doch mal aus der Farm sein. Nicht so wie alle hier. Wie die anderen hier. Oh, arbeiten. Du Horst. Hey,
Obwohl, ich habe mich ja nicht gewohnt. Der Großteil hier von denen, die hier gerade spielen, die hat nur meine Schule aus. Ja, wie schaut's aus? Sollen wir Peter zuliebe in GTA reingehen? Nö, brauchen wir nicht. Lass ruhig weiterlaufen. Ne? Alles gut. Jo, jo. Okay. Nicht deinen ersten Zuckerabend versorgen hier. Alles gut. Das wäre nicht der erste. Oh, nein, alles gut. Sau. Alles gut. Ich wusste schon, warum ich eine Weile nicht mehr gezockt habe. Kannst du ruhig sagen, Peter? Nee, nee, ist vollkommen in Ordnung. Aber es wird kein Favorite-Spiel für mich werden. Definitiv. Ich glaube, ich bin zu alt für den Scheiß. Ach Quatsch. Bisschen mehr LAN, Mensch. Nee. Das bockt mich nicht. Das holt mich nicht ab, das Spiel. Definitiv nicht. Dafür ist das zu kurz zum Umgucken. Wenn du jetzt noch ein bisschen mehr Zeit zum Umgucken hast und ein bisschen mehr zum Verschanzen oder sonstiges. Mhm. Und vor allen Dingen ist ja hier so schön bunt durcheinander gewürfelt. Es sind starke und schwache Gegner. Ja. Anstatt das in Kategorien bei anderen Spielen reinzumachen. Dass du halt ungefähr gleich starke Gegner hast oder gleich schwache Gegner hast. Hast du aber bei COD zum Beispiel auch nicht. Nö, ist richtig. Deswegen haben sie sich einfach nur eine billige Kopie abgeguckt. Und haben bei Hand hast du es ja auch nicht so. Ich meine, da sind ja Armer, die. Ja, aber Hand ist wieder was anderes, weißt du? Ja, ist halt ein gemütliches Spiel. Genau, das ist so. Hier ist es einfach bloß, ein Battle Royale aus verschiedenen Spielen. Aus verschiedenen Ubisoft-Spielen zusammengewürfelt. Ja. Ich will ja doch hier, mein Gott. Läuft Wasser rum. Ich hab den Neustart nicht alle Karten ausgewählt, glaube ich. Ach so, nee, dann kann man da mal raus? Noch nicht. Diskutier. Der Feind glaubt also, ein Paket an uns vorbeischaffen zu können. Wie putzig. Nee, noch nicht. Match verlassen. Zack, eine Gruppe. Weil die anderen machen mehr Spaß mittlerweile. Herrschaft oder so. Was? 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 Jetzt abholen, okay. Klingt komisch, ist aber so. Da hat mich doch die eine Schwester da gefragt im Krankenhaus, weil ich so ein Headset auf hatte. Weil mit den kleinen Stopselkopfohren kannst du mich jagen. Ja, ich meine, mein Großsohn gesagt, das soll mir ja doch mal irgendein Headset von mir zu Hause mitbringen. Und dann sind sie Gamer und sowas? Und ich so, ja klar, ganz groß. YouTuber, Twitter. Da hat sie gesagt, ja, und, sind sie auf YouTube oder Google? YouTube oder anderen Dings? Auf Google. Auf Twitch. Ja. Und ich so, sie kennen mich aber gerne googeln und sowas. Kein Problem, mache ich. Was habe ich da jetzt? Erzähl nee, mir, nicht schon wieder. Jetzt will ich alles aus, bitte eskortieren. Ist ja wohl nicht so ernst. Erziele 15 Kills mit Schrot. Was habe ich denn hier eigentlich? Erziele 15 Kills. Wie viel hatte ich jetzt da? Das müsste doch auch gleich voll sein. Jetzt sind wir wieder beim Eskortieren. Ja, leider. Aber es war jetzt Zufall wieder. Okay. Aber jetzt sind wir ja im Zoo. Auch schon auch, aber Mütze kriegt. Na, kriegen wir jetzt wieder. Ziehen wir es durch. Ja, und wie? Peter als Cleaner. Was als Ultrawaffe hast du ein Feuer? Kramwerfer. Also, es wäre echt schade, wenn dem feindlichen Paket etwas zustoßen würde. Ich hab kein Tier hier drin, halt. Alles leer hier. Achso, lass mich laufen.
früh daran, das Paket in die Lieferzone zu bringen. Ich verstecke mich einfach hier, dann bin ich am längsten am Überleben. Ja, schießt ruhig. Wenn ihr das Team bewegt, das ist gut. Och, jetzt habe ich da eine Missile wieder anders erschossen, ey. Ich weiß gleich nicht. Und die arbeiten schön zusammen da. Mhm. Ja, wie ist das gehört eigentlich? Das System ist fast am Checkpoint. Nächstes Erreinigen wie Feuer! Wir sind an einem Checkpoint! Halten Sie auf! Halt die Klappe! Toll, jetzt habe ich das Ding ausgepackt, jetzt sind sie alle tot. Super! Sammle Infos! Ich muss gestehen, heute ist hartes Brot hier. Also. Verbrennen diese Würmer! Sie sind sehr nah am Checkpoint! Die sind am Checkpoint! Ich schieße und schieße und sterbe. Wir haben noch einen Checkpoint geschafft. Ach, leck. Nicht doch. Hab eh hier. Ja, halt die Klappe. Nächstes Erreinigen! So. Lass die Gegner nicht ihr blödes Paket abliefern! So lautet die Aufgabe! Der mit seiner Drecksneibe, dem hau ich jetzt auf die Hütze. Mach doch. Mach ich auch. Oh. Greifst du an! Befördere das Paket. Ach, war das noch schön, wo wir Division im Zoo waren. Der Feind hat die Lieferzone erreicht. Da
Dein Ziel ist jetzt, ihre Lieferzeit zu unterbieten, Agent. Machen wir das laut. Das gibt's doch nicht. Mensch, ey, wieso? Tödliche Gewalt angewendet. Ich könnte kotzen, Ari. Aber du bist Profi. Das wird schon wieder. ACR, wir haben es aber. Da hilft ja die ganze Tarnung was. Nehme ich ja nicht. Also hast du ein Escort nichts spielen mehr. Ach, guck dir von da, leck mir was, ey. Keine Chance hier. Treibe das Paket voran, Agent. Diese Fuck Snipe. Das Paket nähert sich dem Checkpoint. Dreckschip. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, Agent. Gib die Deckung auf und beweg dich. Ey, das gibt's doch ums Verrecken nicht, ey. Wegschmeißen. Sag mal, kriegen wir immer dieselbe da zum Spielen da oder was? Nö. Ah, ist da rumgelaufen. Wollt ihr noch Eskortieren spielen? Klar. Okay. Leer. Okay.
Roger, bin dabei. Vorherrschaft, wie liegt uns Phantoms im Blut? Drei, zwei, eins. Zieh los und erobere die Zonenschattenteam. Team, erobert Zone A. Ja, nee, ist klar. Zone A wird von Eroberungszone umkämpft. Erledigt. Ja, klar. Warum nicht? Zone A wird vom Feind angegriffen. Ärger in Zone C. Ich gib's doch nicht. Verändert. Hey, ich war gerade in der Team erobert Zone A. Gegner in B. Mach sie platt. Werden aufgespürt. Oh, komm die von hier, ey. Ausrüstung verändert. Ein feindlicher Echelon ist die mit Sonarsicht auf den Fersen. Drache gehört einfach dazu.
Zone gefährdet. Ärger in Zone C. Gegner in B. Mach sie platt. Neue Waffe erhalten. Feind nimmt C ein. Gegner kontrollieren alle Zonen. Greif an. Wechseln das Feuer. Unser Team ist in A gelandet. Greif an. Feinde liegen vorn. Reiß dich zusammen. Ah, minimal. Lade nach. Zone ist umkämpft. Reinigen wie Feuer. Ich bin nachtrag. Sichere alle Zonen und verteidige sie. Team sichert B. Jo, die rennt jetzt so darum. Arschlöcher. Gleich mache ich drei Kreuze unter diese Mission. Team will sich C holen. Zone gefährdet. Baller doch mal! Ey, ist das ein Dreck-Game. Bin gespannt, welche Ausreden sich die Bürohengste dafür einfallen lassen. Also heute ist echt ein Wurm drin, ey. Out.
Spiel ist kurz, oder? Nee, scheiße. Nee. Nenn mich Bambi. Zonenkontrolle. Gumba, Gumba. Defensive. Verteilt, das hatten wir aber auch noch nicht gespielt, oder? Bitte? Das hatten wir aber auch noch nicht gespielt, oder? Doch, sonst hättest du die Trophäe nicht bekommen für alle Modi zu spielen. Oh. Ich bin auf die raus heute, ey. Kann ich jetzt spielen. Lagebericht. Gegner haben eine Zone gesichert. Die Gegner haben eine neue Eroberungszone freigeschaltet. Verteidige sie. Ausrüstung verändert. Halte unsere Zonen frei von Eindringlingen. Könnten kennen seine Frustration. Nur Rache. Eroberungszone umkämpft. Ich rücke vor. Bedrohung neutralisiert. Vergeltung. Neue Waffe. Ja, das war er. Eroberungszone umkämpft. Erinnerst du dich an? Lade nach. Tarnung nach dem Match zu spielen raus. Ich würde die gerne weiterspielen oder gehen bitte. Zone gefährdet! Hm?
Nicht wie so Trainer, aber der Trainer geht raus. Ey, ich war doch hinter dem Ding, was soll dann das? Die können mich doch gar nicht treffen. Lagebericht. Eine Zone übrig. Sichere sie. Ich wundere, dass wir nichts treffen. Schießen mit Platzpatronen. Ich hänge hier fest. Warum hänge ich hier fest? Ich rücke vor! Du wurdest getötet, hä? Steh da mal. Neue Waffe erhalten. Feinde werden aufgespürt. Greif an! Ich rücke vor! Oh, jetzt habe ich so komisch viel wieder in der Fresse. Oh, Schleber noch, okay. Geht's nicht mehr. Missionsstatus, deine Zeit läuft ab. Neue Waffe. Einer am Boden, aber noch nicht.
das haben wir noch nicht gespielt. Doch, muss ich nicht spielen. Missionsstatus, nee, du greifst nicht an. Guck mal, dass du die Trophäe hast. Die hast du schon gespielt. Gebe dir Deckung. Was soll das für Trophäe sein? Alle 5 Modi spielen. Der Feind in der letzten Runde. Eroberungszone. Schön geschehen! Suche nach Feinden. An dein Training. Schieß auf die Gegner. Eroberungszone umkämpft. Ja, leck mich doch, ey. Kümmere dich um die Eroberungszonen. Schnapp sie dir! Das sieht nicht gut aus. Hey, der die Waffe gezogen hat, haben die schon mich Thema abgeknallt. Das ist so ein geiles Spiel. Top. Nee. Tritt aufs Gas, die Zeit ist fast abgelaufen. Eroberungszone umkämpft. Ja, ja. Von neuer Ausrüstung am Morgen. Munition alle. Gratis Waffe. Wir haben eine neue Aufgabe. Schön, dass du hier bist.
Ja, was dann? Depp. Deaktiviert, hä? Wieso das? Wie, was deaktiviert? Du wurdest getötet. Was soll dann die Scheiße? Ich bin doch gar nicht. Neue Hardware. Feinde werden auf. Halt viel herumgekommen. Hätte, hätte Fahrradkette. Egal. Du hast voll so die Trophäe jetzt hier. Schilde. Der Käsehandler. Ich gehe jetzt hier raus. Ihr könnt jetzt keiner weiterspielen oder wir den GTA gleich rausholen. Ich höre euch auch nicht, bis ihr weitermacht. Sag ich gleich auch nicht, bis wenn ihr weiterspielen wollt. Aber ich gehe raus. Also geh raus. Also. Ihr könnt, wie gesagt, könnt das gerne weiterspielen, aber ich wollte nicht mal spielen. Ja, was wollt ihr dann machen? Ich könnte das hier runterspielen, meine ich jetzt ernst, aber soll nicht um mir liegen. Mach ruhig weiter. Nee, entweder spielen wir zusammen oder gar nicht. Ich finde ja ruhig. Nicht schlimm. Rede sagt gar nichts. Nö, ich geh mit raus. Das wird nicht mein Favorite-Spiel sein. Definitiv nicht. Das hat mir schon Spaß, glaube ich, jetzt, aber heute irgendwie nicht. Nee, ich bin für die Battery.